was war der Beweggrund, diese Operette in Wipkingen zu zeigen? Ja, weil wir leben in Zürich seit 3 Jahren und in der Schweiz waren sehr viele Ungarn und wir möchten die ungarische Kultur da für die Schweizer zeigen. Was wird hier gezeigt in dieser Operette? Berühmte ungarische Stücke vom Lehár und Kálmán Imre, die Stücke zum Beispiel Csárdás Fürstin, Marica Gráfin und viel mehr noch. Natürlich mit Musical, weil das ist nicht nur eine Operette, sondern Musical auch. Und weltberühmte Musicalstücke wie My Fair Lady, Hello Dolly und noch viel anderen. Ja, also die Ungarn mögen sehr gerne Operetten. Die Aufführung ist immer voll. Oder Operettheater. So gibt es kein Stück, was so nur 10 Leute gibt. Es ist immer voll, die Theater. Und jeden Tag spielen sie dort. Aber sehr viele Touristen gibt es auch, wer interessiert die ungarische Operettheater. Yeah.
Und welches ist persönlich Ihre Lieblingsoperette? Das ist so ein ganz altes Stück, so Magna Schmischka heißt. So leider, das weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch. Reméljük, hogy a februári Magyar Kulturális Fesztiválon még több Wipkingeni lakost köszönthetünk. Wir hoffen, dass im Februar wir auf die Ungarische Kulturfestival wir können noch mehr Wipkingen Einwohner begrüßen.